Wir haben natürlich immer schon Radwege, Schilder auch im Landkreis Vechta gehabt. Zuletzt im Zusammenhang mit dem Oldenburger Münsterland haben wir auch eine Studie gemacht, wo einmal dargestellt wurde, was Touristen eigentlich hier wollen, was Einheimische hier wollen und was man in seiner Freizeit machen möchte. Und dabei ist herausgekommen, dass im Prinzip der Radwegetourismus und das Radfahren hier besonders beliebt ist und dass wir ein vernünftig ausgebautes Netz dafür gebrauchen. Dann haben wir uns mit dem Kreistag gemeinsam dann eben entschieden, ein neues Radwege-Leitsystem hier im Landkreis Vechta zu implementieren, ordentlich Geld in die Hand zu nehmen und ganz viele Schilder neu aufzubauen. Das waren dann 5.300 Schilder, die insgesamt neu gemacht wurden. Es sind 16 Themenradwege oder Radrouten, die wir hier aufgestellt haben. Und dementsprechend kann man jetzt neuerdings dann nach diesen sogenannten Knotenpunktsystemen fahren. Das heißt, man kann nach Nummern fahren. Da haben wir in der OV-Redaktion gedacht, wir testen diese Touren mal in diesem Sommer. Ab 30. Juni läuft in der OV eine große Sommerserie, in der wir alle diese Touren vorstellen. Von oben Fisbeck, Rechterfeld bis in den Süden nach Damme oder Kampemoor, Neunkirchen, Förden. Also da ist für alle was dabei und ich hoffe, dass ihr Spaß damit habt.